Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Random 3DS-Spiele. Und heute spiele ich Super Pokémon Rumble. Das war mein erstes Spiel für ein 3DS. Und ja, ich dachte, ich zeige euch das jetzt mal, den Anfang davon. In ein oder zwei Folgen mal schauen. Je nachdem, wie es läuft. Ja, das ist ein guter Hinweis, Leute. Niemals den 3DS ausschalten, solange Speichervorgang auf dem Bildschirm steht. Spielstadt. Wie schön. Passiert auch noch was? Okay. Alles gut. Ja, die Sonne geht auf oder unter. Ich bin mir nicht sicher. Und hier ist ein Laden mit ganz vielen Pokémon. Das ist ein cooler Laden. Fernab der uns bekannten Welt der Pokémon. Ist das jetzt stehen geblieben? Nein, okay. Es sah so nur so aus. Alles gut. Gibt es noch eine andere, die sogenannte Spielzeugwelt? Spielzeugwelt. Jeder ist dort willkommen, auch du. Yay! Auch ich. Oh, das ist Baloui, weil ich auf seinem DS spiele. Dreh nur den Wunderschlüssel ein paar Mal um und simsalabim. Yay, Pikachu. Schon beginnt deine Reise in die Spielzeugwelt. Das ist eigentlich ein ganz cooles Spiel, mal was anderes als die anderen Pokémon-Spiele. Es gab ja, letztens ist ja dieser Free-to-Play-Titel im eShop rausgekommen von Pokémon Rumble. Ja, danke, das dachte ich schon fast. Man kann halt, genau, laufen und andere angreifen. So. Stirb. Und dann bekommt man Münzen dafür. Für die Münzen kann man sich später Attacken kaufen oder sowas. Und manchmal, wenn man Glück hat, bleiben die Gegner, die man besiegt hat, liegen und man kann sie aufsammeln und die gehören dann quasi zu deinem Team. Man kann nämlich immer Pokémon wechseln, die leveln auch nicht oder sonst was. Man bekommt eben immer in jedem Level Pokémon, die stärker sind quasi. Ja, so funktioniert's. Und ich treffe nicht, ey! Stirb. So, hier seht ihr mal, ist es liegen geblieben. Und wenn ich es aufsammle, ja, ich habe ein Pokémon gefunden. Und jetzt kann ich einfach hier, ihr seht, das hat nur Level 21 und das hier 38, ist also viel stärker. Und darum geht es quasi in dem Spiel, die ganze Zeit nur stärkere Pokémon sammeln und sowas. Yay, und da haben wir ein Floing. Ja, ich weiß. Oh. Seht ihr, und das bleibt eben im Hintergrund stehen, während man wechselt, was ganz praktisch ist. Autsch. Das kann eben auch passieren, wenn man während dem Auswechseln von der Attacke getroffen wird, klappt das mit dem Auswechseln nicht. Das war natürlich Absicht, das wollte ich nur einmal demonstrieren. Nichts anderes. Autsch. Autsch, jetzt, meine Güte. Geht sterben, Serpifeu. Und wieder eins fallen gelassen. Jetzt ist das Flying so schnell, dass ich nichts mehr treffe. Das ist super. Hallo. Und alle kaputt. Oh, hier ist irgendwie Pflanze besser. Gut, dass Floing auf Level 39 ist und Serpifeu jetzt schon wieder in Level Schwäche. Autsch. Ey. Boah, was ist das für eine Scheißattacke? Autsch. Ich treffe damit nicht. So, jetzt. Wir nehmen einfach wieder Floink. Nein, doch. Nehmen wir Floink. Das war vorhin so schön. Weil es so schnell wird. Die haben eben auch unterschiedliche Fähigkeiten. Floink wird zum Beispiel schneller. Irgendwie. Oh, hier ist Floink vielleicht nicht das Beste, aber es geht auch.
Los, Victini, geh sterben. Ja, wir haben ein Victini. Wir wechseln das mal zu Victini. Und weiter. Weiter geht's. Und hier sieht man, ist ein Bosskampf. Das ist aber ein starker Boss. Hallo? Hallo, Sekrom. Reines Schwarz. Beim Boss sind eben auch immer noch andere Pokémon dabei, die drum rumlaufen und einen angreifen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man den Boss hier nicht besiegen kann. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal probiert und jedes Mal am Ende, selbst wenn man ihn ganz niedrig hat von den KP und ihn eigentlich besiegt hat, macht er irgendwas und schleudert dich weg und man kann nicht gewinnen gegen den. Voll gemein. Ich habe eine halbe Stunde oder so gebraucht, um dieses Ding tot zu kriegen und man bekommt einfach nichts dafür. Yay! Hat nicht funktioniert. Tja. Tja. Das hat ihm nicht gefallen. Und da sind wir durchgefallen. Das ist ja unfair. Kann Victini nicht auffliegen? Victini, nein! Victini! Oh. Super Pokémon Rumble. Hat das was damit zu tun, dass das Mystery Dungeon jetzt auch Super Mystery Dungeon heißt? Hm. So, hallo? Auf zum Battle Royale. Kapitel 1. Ja, es gibt eben unterschiedliche Kapitel und auch eine Story. Die Story ist eigentlich ganz okay. Gut, dass Victini fast tot ist. Es schleppt sich in die Stadt. Hallo. Willkommen in Spielstadt. Du bist bestimmt auch hier, um dir beim Battle Royale den Meistertitel zu schnappen. Habe ich recht? Kann ich irgendwo die Textgeschwindigkeit ändern? Das ist ja... Ah, ich kann A drücken. Aua, ja, du siehst ja ziemlich angeschlagen aus. Du solltest dich erstmal an unserem Stadtbrunnen etwas erfrischen. Ja, okay. Stadtbrunnen und geheilt. In der Stadt kann man sich eben immer heilen, weil es halt nicht automatisch. Wer hat dir erlaubt, dich einfach so am Brunnen zu bedienen? Der Brunnen ist für alle da. Wer bist du überhaupt, dass du dich hier so aufspielst? Was? Du weißt nicht, wer ich bin? Dann spitz mal hübsch die Ohren. Du hast es mit dem grandiosen Gladiantri zu tun, dem zukünftigen Champion des Battle Royals. Ja, ja, bestimmt. Huh? Was ist das? Ach, du weißt gar nicht, was der Battle Royale ist? Ah, jetzt weiß ich das. Der Battle Royale ist die ultimative Form des Kampfturniers unter uns Spielzeug-Pokémon. Wir alle träumen davon, irgendwann als Champion gefeiert zu werden. Okay. Mwahaha. Sehr gut. Einer von euch soll der neue Champ werden, dass ich nicht lache. Lass diesen Kerl nur reden. Wenn du fleißig Kämpfe bestreitest, um starke Gefährten zu finden, muss dein Meistertitel kein Traum bleiben. Hallo, Pantimos. Neue Gefährten erhältst du, indem du die Stadt durch das Tor verlässt und draußen Kämpfe austrägst. Innerhalb von Städten versuchen wir Spielzeug-Pokémon, soweit es geht, auf Kämpfe zu verzichten. Okay. Hey, das ist eine Katze im Mülleimer. Gehst du wohl von dem Mülleimer? Sonst geht's aber noch ganz gut. Das ist ein Mülleimer. Geh weg. Puh. Viel Erfolg. Lichtbrunnen. Ja, hier in der Stadt, was ist das? Achso, Street Pass. Hier kann man sich neue Attacken kaufen. Hier kann man sich Gigastoß kaufen. Also in den roten kann man sich immer verschiedene Attacken kaufen. Und in den blauen ist eben immer eine besondere Attacke drin. Ja. Nichts Wichtiges. Was ist denn das hier? Ach so, ja, das werdet ihr später sehen, was da noch hinkommt. Das kommt erst noch. Machst du dich auf die Suche nach Gefährten? Dann empfehle ich dir zunächst mal neben einem grünen Bereich vorbeizuschauen. Okay, dann gehen wir in den grünen Bereich, würde ich sagen.
wenn Yorklef uns das schon empfiehlt. Und je nach Bereich kann man eben verschiedene Pokémon sammeln. Unten seht ihr im unteren Bildschirm, der ist rechts neben dem großen, wie viele Pokémon man aufgesammelt hat von denen, die es gibt in diesem Bereich und wie oft man durchgegangen ist. Und unten werden auch immer angezeigt, welche Pokémon man theoretisch aufsammeln kann, wenn man sie schon mal gesehen hat. Ja, na dann. Lo, ihr komischen, gruseligen Dinger. Ich sollte vielleicht nicht, wenn Feuer-Pokémon sind, mit einem Feuer-Pokémon kämpfen, aber es geht auch. Irgendwie. Ich dachte, grünen Bereich, da gibt es eventuell Pflanzen-Pokémon. Und wir haben eine Eneko gefangen. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Wie gesagt, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann würde ich sagen, ihr downloadet euch im eShop dieses kostenlose Spiel. Es gibt halt irgendwelche Sachen, die man sich extra kaufen muss und sowas. Eben free to play, ganz normal. Und ansonsten, wenn euch das gefällt, könnt ihr euch dieses Spiel kaufen. Das ist auch, ich finde, das sieht einfach insgesamt besser aus und von der Steuerung ist es besser als dieses eShop, ehrlich gesagt. Aber es ist nur meine Meinung, keine Ahnung. Ich fand es ganz lustig, das damals zu spielen. Ich habe es einmal durchgespielt oder so. War auch ganz interessant, die ganzen Pokémon zu sammeln. Ist halt so ein Sammelspiel irgendwie. Mehr oder weniger. Und jetzt hat eine Katze den Mülleimer umgeworfen. Ist das nicht super? Sind Katzen nicht tolle Tiere? Und weil ich meine Katzen nicht schlagen darf, schlage ich die in Neko im Spiel. Ja, wirst du wohl von dem Mülleimer? Da ist Papier drin. Ehrlich? Was willst du mit Papier? Du bist eine Katze. Ja, muss jetzt nicht rennen und miauen. Und ein Verkokel. Ich denke mal, das sollten wir vielleicht... Hier, das sieht man immer, welche Pokémon gefangen hat. Hier, 63. Aber wir müssen wohl das Wasser Otero nehmen. Boah, ist Otero langsam. Bei den Bossen sieht man eben ganz gut, wenn sie Attacken machen, weil sie sich immer so aufladen müssen. Dafür würde ich mich nicht von einer treffen lassen. Und hier jetzt... Oh, er ist verwirrt. Jetzt macht er eben diese Rundum-Attacke, das machen auch alle Bosse. Eigentlich. Hey! Autsch. Aha! Nein, na, au! Und damit haben wir ein Leben verloren. Das war auch nur zu Demonstrationszweck. Man hat 3 Leben. Ja, diese 3 Schlüssel unten rechts sieht man gerade nicht, aber gleich. Dann nehmen wir doch Floink. Da unten rechts. Unten rechts auf, nein, oben rechts auf dem unteren Bildschirm. Ein Schlag hätte gefehlt, supi. Die Bosse bleiben auch manchmal liegen, aber meistens eher nicht so. Das ist Zufall. Hier hatten wir jetzt Glück, das muss auch nicht unbedingt liegen bleiben. Oder bleibt das immer liegen? Ich weiß gar nicht, ob das so vom Spiel vorgegeben ist. Aber die Bosse bleiben ziemlich selten liegen. Sind dafür aber meistens... Ja, Katze. Sind dafür meistens die stärksten. So, am Ende sieht man nochmal, was man aufgesammelt hat. Und hier bei den Besten quasi wird Top noch angezeigt, damit man weiß, dass man was ganz Tolles eingesammelt hat. Ja, ich denke mal, das war's für die heutige Folge, für die erste Folge von... Super Pokémon Rumble. Ich denke mal, morgen kommt noch eine. Und ja, bis dahin macht's gut und tschüss.